Ich will jetzt halt meine Crashbilanz vorlegen, dann würdest du direkt wieder aussteigen. Nee, ich krieg das normalerweise ganz gut hin. Und wenn es so regnet mit diesen völlig abgenudelten Reifen jetzt, findest du das nicht doof? Im Regen bin ich eigentlich mit einer der schlechtesten Autofahrer, Rennfahrer, die es gibt. Warum ruckelt denn das so die ganze Zeit? Okay. Es gehört dazu, das ist normal. Ja. Aber Regen ist jetzt echt ein Thema. Also kann man halt auch mal ein bisschen quer um die Kurve fahren. Mhm. Könnte passieren. Okay. Naja, du. Also, aber da du die Augen immer zu hast. Ich habe die Augen fast meistens zu. Und sag mal, okay. Und rechnet man das dann ein, dass man sagt 20% weniger bei Regen oder? Ja, man muss so ein bisschen Gefühl in den ersten 2, 3 Kurven kriegen, wie so das Grip-Niveau von der. Vom hat es überhaupt noch irgendeinen Grip, dieser Reifen, der jetzt schon den ganzen Tag dermaßen durchgenudelt wurde von allen Amateuren hier? Das werden wir jetzt sehen. Also der hat ja generell schon wenig Profil. Was im Regen jetzt nicht unbedingt gerade ein Vorteil ist, aber wir lassen uns mal überraschen. Das Gute ist, ich bin ja noch nicht im Regen hier gefahren, so ist auch für mich alles neu. Ja, Mensch, Timo, dann? Ja. Ich kann dir schon mal sagen, die Strecke hat im Regen relativ wenig Grip. Merkst du? Ja. Achtung. Nein, nein. Konzentrieren, bitte. Menschlich. Männlich, Entschuldigung. Ich muss sagen, das Auto macht mehr Spaß im Regen, als ich gedacht habe. Ui, ui, ui. Jetzt kommt die Kurve, die kenne ich schon vom letzten Jahr. Das wollten wir hören. Die kenne ich schon vom letzten Jahr. Gleich ist doch die Minute rum, oder? Nun ist schon lange rum. Gott. Also dieses Jahr moderiere ich euch das Ding nochmal und dann bin ich raus. Oh mein Gott. Nein, bitte. Ist jetzt Schluss? Die hat zu mir 10 Runden gesagt. Aber 10 nein, oder bitte, eine? Nein, 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 bitte. Wir sind gleich durch. Ne? Jetzt sind wir durch. Das mit meinem Mann ist nichts Ernstes. Ich muss sagen, das war für mich auch die beste Runde des Tages. Die beste, oder? Ich hatte schon viele Gäste aber dabei. Kennst du das beim Skifahren, dass man sich oft beim letzten Abfahren ein Bein bricht, weil man dann denkt, jetzt habe ich es voll im Griff und so? Ja, deswegen war ich so nervös. Also ich Vielen Dank. Sehr schön. Gerne.